Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Whisky-Zone mit Holger und Andi. Auch von mir ein herzliches Hallo. Jo. Und heute Isle of Arran Madeira Cask Finish auf dem Tisch. Mhm. Bekannt sind eher die Varianten Amarone, Sauternes und Port. Mhm. Die drei waren im Standardsortiment, wobei der Amarone eher selten geworden ist in den letzten Monaten. Und vielleicht haben sie deswegen gedacht, okay, jetzt nehmen wir mal die Madeira und ersetzen damit den Amarone. Der war ja vergriffen gewesen. Der Amarone, ja. Und als es hieß, er wird nicht mehr weiter existieren sozusagen, der ging ja auch relativ schnell weg. Ja, das ist dann sozusagen, also den kündigen wir jetzt einfach mal so als Ersatz oder Nachfolger an. Naja. So. Wobei es noch nicht ganz raus ist, ob der jetzt mit dem Standardsortiment sein wird oder ob es eine limitierte Nummer ist, die irgendwann auch wieder rausgehen wird. Mhm. Ja, also es gibt keine Äußerungen zu dem Thema. Genau. Ja, Madeira. Ja, Madeira ist, wie kann man sagen, so ein stark Wein. Ist mit ein Wein mit Weinbrand versetzt. Ja. Mhm. Man nennt ihn auch Likörwein, 17-22%. Und ja, kommt Madeira, wäre vom Festland, wäre es ein Portwein, ja. Genau. Und so, weil er aus Madeira kommt. Madeira ist eine Insel, die gehört zu Portugal. Ja. Punkt. Es ist ein Madeira-Wein. Es ist ein Madeira-Wein. Noch genau. Wichtig zu dem Thema ist vielleicht, dass die Nachreifung vom Madeira-Wein bei 45 bis 75 Grad erfolgt. Also da werden diese Fässer unter dem Dach für ein paar Monate gelagert, so an die 5 Monate, und werden da quasi nachgereift. Ja, wie kommt er daher? Er kommt mit starken 50% daher, nicht kühlgefiltert und ungefärbt. Genau. An sich ist Arran also eine Brennerei, die ziemlich mild ist, Vanille- und Karamellnoten hat, eher so Zitrusfrüchte. Ja. Und jetzt... Okay, und jetzt, süß und fruchtig, und jetzt werden diese Noten quasi mit schönen Fruchtnoten, man sagt so Fruchtkuchennoten, die uns hier erwarten werden, und auch Marmeladennoten ergänzt, laut der Beschreibung. Also der Korken schnuppert schon mal richtig süß. Tatsächlich, der wird zu viel eingegossen für dich, aber du kriegst das. Ja. Lass ich mal so kommentarlos. Arran, ganz kurz, Arran, ne? Ja. Arran Hilton auf der Insel, Isle of Arran, eine sehr junge Brennerei, die seit 95 quasi produziert und seit 97 offiziell von der Queen, hast du gesagt? Genau. Letztes Mal? Von der Queen eröffnet wurde. Ja. Okay. Es gibt auch was ganz Besonderes, hast du mir vorhin geflüstert. Wie viele Sorten hat denn Arran bereits auf den Markt geschmissen? Ach, ich war vorhin nämlich auf einer Datenbank, um mal die Abfüllung quasi zu kontrollieren, welches es da so gibt. Das waren, glaube ich, über 200, hätte ich gesagt, ne? 270? Oder ich noch mehr gesagt? Dann habe ich das verwechselt. Ich habe es mit 700 verstanden oder so. Ich bin jetzt nicht sicher. Also wir sind auf jeden Fall im dreistelligen Bereich und in diesen Jahren, die Brennerei jetzt offen ist. Also mal, selbst wenn es 200 verschiedene Flaschen sind, da muss man sich mal überlegen. Ja, seit 1995 produzieren die. Jetzt haben sie ihren 18-Jährigen rausgebracht. Hast mich wieder überrumpelt jetzt. Nein, das werden wir nochmal nachforschen. Aber auf jeden Fall haben sie, das sieht man so schon bei uns im Sortiment, für eine junge Brennerei ziemlich viele Sachen rausgebracht. Genau, ja. Und die sind auch wirklich fleißig am Ackern. Und ich denke, da wird noch einiges kommen. Ne? Was Arran auch macht, man kann in dem Moment auch sogar noch selber Fässer erwerben. Das weist immer sozusagen darauf hin, dass halt die Brennerei noch junges Geld braucht und halt sich finanzieren muss. Ja. Pflicht ist dann halt Fässer zu verkaufen. Ihr könnt auch ein Fass kaufen. Genau. Ne? Na denn, ne? Ja, dann wollen wir mal schauen. Ohne Altersangabe, nicht kühlgefiltert, ungefärbt. Kannst du die Farbe nochmal zeigen? Das wurde letztes Mal so gelobt. Was denn, Senf? Ja, ja, genau, die Farbe. Die Farbe wird bei uns mit Senf angegeben. Genau. Das sind offizielle Farbbezeichnungen, daher Senf. So. Die Lagerung ist ex-Bourbon mit diesem Finish in Madeira. Ne? Mhm. Also es ist keine komplette Lagerung, sondern halt ein Finish, nachdem ex-Bourbon genutzt wurde. Mhm. Ja, stimmt schon mal gleich, ne? Fruchtige Noten. Ja, helle Früchte, Zitrusnoten auf jeden Fall, klassisch immer dabei. Gar kein Alkohol? Ne, die 50%, die sind ein bisschen... Die verschwinden, ja. Süße Vanillenoten. Honig, wenig Eiche. Ach ja, Mann, die Geschichte mit den Kuchen immer, ja. Fruchtkuchen, was weiß ich, Käsekuchen und Erdbeerkuchen und Schwarzwälder Kirschtorte. Da hat ja auch jeder so seine eigenen Empfindungen und jede Oma und Mutter backt oder bäckt anders.
Kann man sich natürlich einbilden. Ja, hier kann man sich ja selbstverständlich einen Fruchtkuchen einbilden. Also es ist gar nicht mal so unkomplex. Also diverse helle Früchte kommen da so ab und zu mal durch. Genau, das ist aber nicht der Einfluss jetzt von dem Madeira-Fass, sondern der Madeira-Fass-Einfluss ist wirklich dann eine Süße, die da so im Aroma mitschwingt. Vielleicht geht es dann halt mehr ein bisschen Kirschen und Erdbeeren, also sprich diese fruchtigen, die frischen Fruchtnoten werden halt durch etwas dunklere Noten ersetzt oder halt unterstützt. Den würde ich vielleicht nach 10 Minuten versuchen stehen zu lassen. Keine Zeit. Keine Zeit. Denn Slanche. Starker Antritt. Ja. Also viel Alkohol. 50% spiegeln sich schön wieder mit einer schönen Pfeffernote und Andi braucht erstmal ein paar Sekunden. Jetzt kommt er. Jetzt kommt eine richtig krasse Süße. Das ist schon echt oder schon fast pumpig süß. Oh, das ist ja krass. Entspann dich. Aber wirklich gar nicht mal so eine fruchtige Süße, finde ich, sondern wirklich so ein Honig-Karamell. Jetzt dieses Sirup Bonbon. Zuckerrüben-Sirup. Ja, irgendwie sowas, so ein bisschen Klumpe. Also es erinnert wirklich starke Marmelade. Aha. Also die Marmeladengeschichte ist eine gute Vergleichsmöglichkeit. Oh, der ist aber interessant. Also das, das hat man auch selten. Muss man mal kosten. Na klar. Du hast es an den Lippen auch ganz toll. Das ist wirklich interessant. Also angenehm süß. Dahinter ein bisschen, nicht sprittig will ich nicht sagen. Das ist halt eine gute Würzenote. Alkohol ist jetzt nicht so prägnant, sondern eher die Würze. Ja, man könnte vielleicht auch vermuten, dass er doch schon ein paar Jahre hat, ja? Also so eine typische Jugend, wie sie mal mitschwingen? Nee, gar nicht. Zeigt ein paar Tannine, zeigt er auch. Oh, das muss man aber mögen. Der ist wirklich echt süß. Also hier, da müssen wir mal gucken. Erstens vielleicht ein bisschen stehen lassen, 10 Minütchen, vielleicht ein paar Tropfen Wasser mit dabei. Oh, der ist stark, langanhaltend, verdammt süß. Wow. Ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit gegeben. Also er ist voll in Ordnung. Aber wie gesagt, der Madeira-Einfluss, der könnte noch ein bisschen stärker sein. Der könnte sich noch ein bisschen doller widerspiegeln und halt auch ein bisschen mehr Volumen mitbekommen vom Eichenfass oder so. Aber wie gesagt, ohne Altersangabe bleibt erstmal da nicht viel Spielraum, um das erstmal länger auf die lange Bank zu schieben, sondern raus das Zeug, ne? Wir müssen produzieren und wir müssen auch verkaufen. Ja. Daher halt ohne Altersangabe. Und daher vielleicht auch ein bisschen eindimensional. Aber ganz lecker, ganz süß, ganz angenehm. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Also ich werde auf jeden Fall mal den Rest noch ausdrehen, mal kurz drüber nachdenken, weil ich glaube, das ist mal wieder was ganz Neues, was ich persönlich noch nicht hatte. So in dem, also ich empfinde es als wirklich sehr, sehr, sehr dolle süß. Schon fast zu süß. Aber gut, wer mal was anderes ausprobieren möchte, für den ist genau das Richtige. Preis, du hast gesagt, langanhalten, ja? Finde ich schon. Also es ist immer noch zumindest auch die Süße, also dieser sehr starke, vielleicht vom Alkohol, von der Würze oder so, dass das bleibt, da ist dann irgendwann weg und die Süße bleibt auf den Lippen, im Mund, auf der Zunge. Eigentlich ganz nett, aber es erinnert mich so ein bisschen, um die Richtung einzuschätzen, so ein bisschen Tullibaden, ne? So Burgundi, aber nicht ganz so. Ja, der war eher gesüffiger, so ein bisschen der Burgundi, oder? Also oder ein bisschen nicht so aufdringlich. Genau. Der ist mir zu süß. Der ist dir zu süß? Das hier ist Fazit, der ist mir zu süß, das geht gar nicht weg. Okay. Bei mir war es in Ordnung, wie gesagt, bei mir fehlt ein bisschen die Eichennote, dass halt mehr Komplexität da geschaffen wird. Aber gut, an sich ist es ein solider Single Malt, der auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis was zu bieten hat. Also probiert es aus, schaut es euch an, bildet euer Urteil und besucht uns wieder im Shop. Bis demnächst. Bis dann, ciao.